mir leid, aber ich finde die Sachen so teuer. Muss man sich dran gewöhnen. Es ist mal wieder soweit. Es ist Food News Zeit. Ich habe für euch richtig viele Leckereien getestet aus Drogerie, Supermärkten etc. und nach dem Preis, aber auch vor allem natürlich nach dem Geschmack bewertet. Und ich hatte so ein paar richtig leckere Sachen mit dabei. Also seid gespannt und enjoy. Einmal von VioLife Gartenkräuter-Aufstrich. Das haben wir jetzt viel mehr Frischkäse. Es gab ja jetzt von Rewe und von allen möglichen ja jetzt Frischkäse und jetzt eben auch von VioLife. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es den auch schon länger gibt, nur dass ich den noch nie gesehen habe. Den habe ich nämlich jetzt auch bei uns im Rewe gefunden. Da sind 150 Gramm drin. Das ist jetzt auf der Basis wieder von Kokosöl. Und von daher bin ich auch mal sehr gespannt, wie der Geschmack ist. Also, die Konsistenz ist schon mal wieder richtig, richtig fest, wenn ihr das seht. Also das ist wie... eher wie Fett sogar, also wirklich wie Kokosfett und nicht wie ein Frischkäse. Also die Konsistenz fällt jetzt schon mal so ein bisschen durch. Okay. Es riecht aber gar nicht so intensiv nach Kokos. Also ich würde jetzt sagen, der Kräutergeruch dominiert. Ich finde ihn nicht schlecht. Also ich muss aber auch fairerweise sagen, ich habe zurzeit fast immer nur Naturfrischkäse vegan getestet und fand den halt immer ein bisschen schwierig vom Geschmack her. Und hier dominiert halt einfach das Kräuter. So dass man kaum schmeckt, auf was die Base so ist. Ich habe es mir ein bisschen schlechter vorgestellt. Also es schmeckt nicht nach Kokos und hat einfach so diese fettige Base, die halt immer mal, also Fett halt eben als Geschmacksträger. Und so schmeckt es auch einfach. Also ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Ich finde den lecker. Der ging auch preislich total. Okay, der ging preislich doch nicht. Dann habe ich mich verlesen. Als ich es gekauft habe, also dann 150 Gramm drin und haben 2,79 Euro gekostet. Also es ist jetzt nicht so wenig. Irgendwie dachte ich, es wäre weniger. Naja, aber Geschmack ist gut, kann man mal machen. Bekommt wegen Konsistenz 7 von 10 Punkten. Und dann neu von Nabio, ein Proteinprinz Kakao-Nuss. Also ein Sojabohnenaufstrich mit Haselnuss und Kakao. Das sind ja so 180 Gramm enthalten, haben 7 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, ist eben bio und ist wirklich auf der Basis von Sojabohnen. Mit Dattelsirup, Kokosmilch, Haselnuss. Ich bin richtig gespannt. Ist eben vegan. Okay, es riecht schon pflanzlich nach Soja. Die Konsistenz, ja, ist wie so ein Brotaufstrich. Also nicht jetzt wie so ein Nutella oder sowas, sondern schon wie so ein... so ein Gemüseaufstrich, also ihr wisst ja, was ich meine, also diese Gemüseaufstriche. Es riecht immer noch pflanzlich. Muss man sich dran gewöhnen. Es schmeckt halt wirklich nach Bohnen, ne? Das ist kein Vergleich zu irgendeiner Nuss-Nougat-Creme oder sonstigen. Also es ist wirklich was ganz anderes. Es schmeckt auch nicht wirklich süß. Aber da ist auch nicht viel Zucker drin, ne? Aber es schmeckt auch nicht so doll nach Haselnuss und auch nicht nach Schoko. Nee, das würde ich mir nicht nochmal holen. Also ich wüsste nicht, was ich das nehmen soll. Also dafür ist es sogar so kleine Stückchen. Ah. Da sind so kleine Nussstückchen drin. Also so Haselnussstückchen. War eine coole Idee und ich dachte mir schon so, oh, wow. Aber nee, bisschen komisch. Naja, es bekommt 3 von 10 Punkten. Dann gibt es neu bei DM Riegel von Coavach. Das ist ja eigentlich so ein Kakaomix. Und jetzt habe ich hier die Sorte Erdnusskaramell, Meersalz, Schokoriegel mit Koffein, Bio, Fairtrade. Und jetzt 1,95 gekostet. Und ihr seht schon, da sind so Nussstückchen drin, dann eben mit Schokolade umzogen. Und das ist wirklich, wirklich lecker. Also der schmeckt super lecker. Den kann ich euch wärmstens empfehlen. Da gab es auch noch andere Sorten, aber die Sorte ist schon mal tippitopp. Ja, also hier genau, hier hat eben Koffein wie eine Tasse Espresso. Ja, also ich spüre jetzt immer nicht so den krassen Schott-Geschmack jetzt dadurch. Oder halt, also schmeckt nicht irgendwie nach Guarana oder sonst irgendwas.
Aber ich merke halt, also ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich davon wach werden würde. Müsste man halt testen. Ist eben vegan. Ja, also ist ja lecker, kann man sich holen. Ich werde auch auf jeden Fall die anderen Sorten nochmal testen. Bekommt 8,5 Punkte. Einfach weil es super nussig schmeckt, wirklich nach dem, was drauf schmeckt, draufsteht. Und ein super leckerer Riegel. Dann finally gefunden, und zwar Pam's Schokolade. Die hat ja jetzt auch eine normale Schokolade rausgebracht. Das ist eigentlich auch nichts anderes als eine 70-prozentige Schokolade für 2,75 €. Und ich meine, ich kaufe ja sogar auch Bio- und Fairtrade-Schokolade. Aber 2,75 für 100 Gramm, für 85 Gramm. Es tut mir leid, aber ich finde die Sachen so teuer. So ein bisschen günstiger könnten sie einfach so sein. Auch wenn ich überlege, im Biomarkt die Schokolade kostet auch, ja, naja, ja, keine Ahnung, ein bisschen wenigstens. Obwohl die Sachen ja schon echt, das sind ja plastic-free, biodegradable, bio-based foil, bio, überall bio, without cane sugar. Also es ist jetzt eigentlich auch nur Kakao, Kakaobutter und Kokosblütenzucker. Gefunden bei DM übrigens. Ja, wisst ihr, dann hätten die sie halt auch so coole Schokolade noch machen können. Also, dass die dann auch so ein bisschen besonderer aussieht. Also, wisst ihr, was ich meine? Die sieht ja auch so super boring aus. Okay. Die ist super lecker. Bisher war ich von den Pam-Produkten gar nicht begeistert, fand die viel zu verhypt. Diese Schokolade ist richtig, richtig lecker. Das muss man einfach mal sagen. Die ist unfassbar cremig. Ich weiß nicht, ob das eigentlich immer ist, wenn man das mit Kokosblütenzucker macht, weil ich habe jetzt schon mehrere Schokoladen gehabt, auch von The Rainforest Company. Die war sogar noch geiler. Das müsst ihr euch auch mal merken übrigens. Die ist nämlich auch neu. Von The Rainforest Company gibt es auch Schokolade. The best. Aber die ist nicht schlecht. Weil ich dachte jetzt, okay, das ist so eine ganz normale, wie alle möglichen anderen dunklen Schokoladen. Aber es ist wirklich nicht. Sie schmeckt viel, viel cremiger. Der Geschmack ist gut. Könnte noch ein bisschen, also. Ich weiß nicht, ob ich so ganz fein bin mit dem mit dem Kakaoaroma. Es ist dennoch gut gemacht. Dadurch, dass sie besonderer schmeckt, auch die 2,75 wert. 8 von 10 Punkten. Die würde ich mir sogar noch mal holen. Ja, da bin ich überrascht. Kennt ihr die Schokolade schon? Wenn ja, berichtet mal, wie ihr sie findet. Und dann habe ich neue Proteinriegel gefunden. Auch bei DM. Das habe ich ja, also habe ich noch nie gesehen. Powerbar Protein Soft Layer. Die sind nämlich jetzt Veggie, Plastic Free und Palmöl Free. Vanilla Toffee Flavor. Da war ich ein bisschen begeistert. Sind jetzt 40 Gramm enthalten. Die haben 10 Gramm Eiweiß dafür. Ich finde das in Ordnung. Und eben Veggie, also ohne hier Gelatine und Kollagen, was da sonst immer enthalten ist. Der hat jetzt 1,75 gekostet. Er riecht super intensiv nach Vanille. Vor allem habe ich nicht im letzten Video noch gesagt, warum gibt es so wenig Riegel mit Vanille? Here we go. Das hat was. Es ist halt wirklich soft, ne? Es schmeckt wirklich wie Toffee, weil das eben eine ganz weiche Proteinmasse ist. Dann so eine Karamellschicht, dann die Schokolade. Eben schmeckt super genial nach Vanille. Schmeckt wirklich wie Vanille-Toffee. Also nicht zu viel versprochen. Ich finde ihn richtig lecker. Ich finde den Proteingeschmack, der ist auch nicht so eklig künstlich. Also, ja doch, also ist ein Proteinriegel, wa? Aber er ist jetzt nicht so richtig, richtig eklig, sondern echt lecker. Cool. Den würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Den müsst ihr mal testen, wenn ihr auf sowas steht. Der bekommt 8,5 Punkte. Jetzt bin ich mal gespannt. Gibt es den nämlich auch noch einer zweiten Sorte? Das ist jetzt Toffee Brownie Flavor. Auch hier wieder Plastic Free, Veggie und Palmöl Free. Und auch hier wieder die ähnlichen Werte, also 40 Gramm drin. Wenn man sonst so die Powerbar-Riegel hat oder überhaupt so diese DM-Riegel, sind die sonst günstiger. Also 40 Gramm, 1,75, aber gut. Wir haben ja gelernt, für Qualität zahlen wir auch. Oh, der riecht auch schon richtig gut. So richtig lecker nach Brownie. Ist vom Konzept wieder das gleiche. Ist eigentlich wirklich, bis auf die Füllung innen, alles gleich. Und schmeckt gut nach Brownie. Also auch die Sorte. Echt gut. Die ist lecker. Schmeckt wie ein Brownie. Mir fehlt zwar, also es gibt für mich noch geilere Proteinriegel, aber die sind wirklich für so Drogerieriegel nicht schlecht. Wenn ich entscheiden müsste, würde ich die helle Sorte nehmen, weil ich eigentlich einfach immer alles mit Vanille ein bisschen geiler finde als wie alles mit Schoko.
Deswegen bekommt der hier trotzdem 8,5 Punkte. Und auch hier wieder, habt ihr die schon mal gesehen? Habt ihr schon mal probiert? So cool. Und ich habe einen neuen Riegel gefunden, und zwar von Y-Food. Nämlich bei Rewe gefunden, mit 2,49, 60 Gramm. Und die Werte sind auch ganz gut. Also, hier, wo ist es? Da. Nee. Ja, toll, habe ich immer wieder abgerissen. Ne? Ich kann das so gut, aber wie ihr seht, 22 Gramm Eiweiß pro Riegel und 17 Gramm. Ja, super. 13 Gramm. Okay, ist nicht so viel Eiweiß, aber dafür Vitamine, Mineralstoffe, ohne Zucker, glutenfrei, klimaneutral verpackt. Also ich finde, die Proteinmasse ist mir ein bisschen zu fest. Also bei dieser Crunchy-Schicht da oben ist richtig lecker und schmeckt echt gut nach Haselnuss. Ja, Proteinmasse könnte ein bisschen weniger, ein bisschen dünner sein. Aber ansonsten ist der ganz gut. Würde ich mir vielleicht auch nochmal holen. Ja, aber auch nicht unbedingt. Deswegen bekommt er 7,5 Punkte. Und es geht weiter mit etwas, wo ich mir so unsicher bin, ob ich euch das schon mal gezeigt habe oder nicht. Das sind die veganen Proteinriegel von Rossmann. Und zwar gibt es eine neue Sorte, die Sorte Brownie. Also wie gesagt, ich hatte den schon mal. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich habe so ein Goldfischgedächtnis manchmal. Und ich hatte auch kein Datenvolumen im Laden. Und außerdem wollte ich den Riegel auch haben. Und hätte jetzt alle meine Videos durchsuchen müssen, um zu schauen, ob ich den schon mal gezeigt habe. Wo ich mir dachte, just do it. Zeig ihn nochmal. Also das sind nämlich die veganen Proteinriegel. Da gab es ja noch also schon länger eine andere Sorte. Kakaonips ist das, glaube ich. Und die kosten nämlich echt nicht viel. Die kosten 99 Cent drin und die sind echt mit so einem Schokoladenüberzug. Sind bio, haben eben keine Süßstoffe, dadurch sind die ein bisschen leichter, also besser verträglich für viele. Und ja, 10 Gramm Protein pro Riegel. Ja, geht. Ich kannte den ja schon und wusste, dass er lecker ist. Man muss schon auf dieses pflanzliche Erbsenproteinige stehen. Das schmeckt in der Mitte schon sehr nach Erbsenprotein. Aber ich mag diesen Geschmack. Der kommt so ein bisschen an den Nukau, also an den Nu-Move-Riegel ran. Aber den toppt er nicht. Der ist noch viel leckerer und browniger. Aber er ist auf jeden Fall für den Preis nicht schlecht. Da kann man sich den mal holen. Der würde jetzt von mir 7 von 10 Punkten bekommen. Dann auch bei Rossmann neu gefunden, da bin ich mir sicher, dass ich sie noch nicht probiert habe, sind Kokosballs, Creamy Balls mit Kokos. Ich glaube, die haben jetzt echt so eine cremige Kokosnussfüllung. Die sind eben auch bio, vegan, nicht vegan. Sorry, da ist Vollmilchpulver drinnen, weil das mit weißer Schokolade gefüllt ist. Da sind jetzt eben drei drin, 60 Gramm und die haben 1,69 gekostet. Riecht nicht nach so viel. Aber ich habe auch gerade Mandarine geschält, vielleicht liegt es daran. Ich breche den jetzt mal auf. Oh ja. Oh, aber da ist viel Füllung, also das ist schon sehr, sehr gut gefüllt. Oh mein Gott. 10 Daumen hoch. Kokoshimmel. Also die sind so lecker. Also sind auf der Basis von Datteln und Mandeln noch. Die schmecken komplett nach Kokos. Wie Raffaello so ein bisschen, nur als, so als Fruchtkugel. Top. Also bekommen, ich würde fast 10 von 10 Punkte geben. Weil ich finde, mit Kokos gute, gefüllte Balls zu finden, gar nicht so einfach. Ja, 10 von 10 Punkten. Auch neu, ich weiß auch nicht, ob ich den schon mal getestet habe, aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, ich hatte nur den Grießpudding von Lidl bisher. Also das ist ein High-Protein-Grießpudding, die Sorte Pur. Und die ist jetzt von Aldi, also Milsami. Die Werte sind halt wieder überall eigentlich so super ähnlich. Also so 77 Kalorien auf 100 Gramm, 8 Gramm Eiweiß. Gekostet hat der jetzt 1,69 für 500 Gramm. Den gab es auch noch in der Sorte Zimt. Die Konsistenz ist schon mal, ja, wie ein Grießpudding. Aber der ist gut. Also mir haben die letztes Mal ein bisschen zu lasch geschmeckt und waren mir echt langweilig. Also die von den anderen Brands, die ich bisher probiert habe. Außer von Oetker. Ich glaube, den von Oetker fand ich auch gut. Aber manchmal kann ich mich ja noch gar nicht mehr dran erinnern. Doch, der von Oetker ist richtig gut. Ja, aber der ist auch gut. Also der kommt auch schon sehr nah da dran. Gar nicht irgendwie so zu proteinartig, sondern wirklich sehr, sehr lecker. Also den würde ich mir wiederholen. Der hat auch Konsistenzcheck, also alles bestanden, bekommt daher so eine solide 8 von 10 Punkten.
Und dann teste ich auch noch die andere Sorte. Die habe ich jetzt doch auch noch mal mitgenommen, weil ich war noch mal bei DM, wo ich mir dachte, ja komm, probierst du die jetzt auch mal. Und zwar ist es wieder der Koa-Wachriegel, diesmal Cashew-Himbeere. Eben auch vegan. Hat auch 1,95 € gekostet. Oh, die Schokolade riecht schon mal richtig hochwertig, die Zartbitterstücki. Oh, okay. Aber ich finde die andere Sorte um Welten besser. Also hier ist mir das Innen drin viel zu knatschig. Also ich kann die Konsistenz gerade gar nicht so gut beschreiben. Aber es ist nicht so eine gute Konsistenz. Nee, die ist so ein bisschen Mischung aus mehlig. Keine Ahnung, mir fällt das Wort dazu gerade nicht ein, aber es ist auf jeden Fall nicht so cool. Man schmeckt gleich so dieses Himbeer raus, aber da schmeckt man irgendwie sowas. Ich glaube, das ist das Guarana, was man da rausschmeckt, was ich nicht so lecker finde. Es hat nicht so einen richtig zuordnungsbaren Geschmack. Auf jeden Fall die andere Sorte nehmen. Die Hülle ist ganz lecker mit der Zartbitterschokolade. Also den würde ich mir wirklich nicht auch nochmal holen. Schade. Er bekommt echt nur 5 von 10 Punkten. Und dann habe ich aber auch hier noch Non-Guilty Sweet Revolution. Das sind Bio- und vegane, wie so Milchgummis sind das, glaube ich. Milchgummis, Joghurtgums. Richtig goldiges Design. Auch gefunden bei DM und zwar für 1,65 90 Gramm. Die haben so super süße Stars und die riechen wirklich lecker. Die riechen richtig fruchtig. Sind auch lecker. Ich habe jetzt gerade so ein Erdbeere ist das, glaube ich, dann. Jetzt holt man nochmal so ein. Ah ja. Nee, Peach war das gerade, was ich hatte. Jetzt kommt Erdbeere. Auch gut. Jetzt machen wir nochmal Passionsfrucht. Passionsfrucht ist the best. Aber die sind alle echt lecker. Also schmecken super fruchtig, kleben so ein kleines bisschen in den Zähnen, schmecken nicht wie Joghurtgums. Also das würde ich jetzt nicht vergleichen. Aber eben wie so typische Joghurt-Gummibärchen. Und dafür sind die wirklich, wirklich lecker. Also die könnt ihr euch auf jeden Fall holen. Die bekommen 9 von 10 Punkten. Ja. Ah ja, mal richtig random, aber das ist auch neu. Eine limitierte Edition von den Frische-Pastillen von Rossmann. Cassis, Zitrone-Geschmack und wirklich, die sind so lecker. Ich liebe eh diese Pastillen, die hole ich mir so oft und die sind richtig, richtig gut, die Sorte. Also richtig schön zitronig, aber dann eben noch so einen leichten Blaubeergeschmack. Also die könnt ihr auf jeden Fall holen, bekommen. 8 von 10 Punkten. Auch neu für mich entdeckt sind hier diese Fischburger und ohne Spaß, die schmecken so lecker. Überhaupt habe ich mich mal diese ganzen Produkte von Enduro durchgesnackt. Die sind so lecker. Also, es ist wirklich total knusprig. Es schmeckt wie Fisch. Also, schon, doch, ziemlich arg. Und ist eben auf der Basis von Kräuterpanade. Ja, und sonst eben Erbsenprotein und Weizen, aber es ist wirklich, wirklich lecker. Also ich habe die im Backofen gemacht, jetzt 200 Gramm enthalten, 11 Gramm Eiweiß, 100 Gramm, das geht auch. Und ja, also die sind super, super lecker. Tatsächlich glaube ich, würde denen sogar, ja, 10 von 10 Punkten geben. Die müsst ihr echt mal probieren. Und fast vergessen, mich von euch zu verabschieden. Also das war es auch mal wieder mit den Food News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und es war ein bisschen was davon dabei, was ihr auch jetzt mal unbedingt probieren möchtet. Gebt mir auf jeden Fall Bescheid, was ihr davon schon kennt, etc. Ihr kennt Spaß, wenn ihr meine Videos kennt. Und ja, fühle dich ganz fest gedrückt. War schön, euch mit dabei gehabt zu haben. Und freue mich auf die nächsten Videos mit euch.